Wenn ich nach Georgien komme, ist das immer etwas ganz Besonderes. Ich kann nicht neutral gegenüber den Menschen hier sein. Ich gebe jedes Mal sehr viel, all meine Gefühle. So bin ich eben. Es ist wichtig, zurückzukommen, nicht nur für ein Konzert. Es ist so lebendig hier. Diese starken emotionalen Beziehungen zu den Menschen, das macht dich wach. Die Pianistin Katja Bunyatischwili ist in ihre Heimat Georgien gereist. In der Hauptstadt Tiflis probt der Weltstar für ein Konzert. In 48 Stunden will sie mit dem Klavierkonzert von Robert Schumann ein neues internationales Musikfestival eröffnen. Dafür wird in Zinandali, 70 Kilometer von Tiflis entfernt, ein Amphitheater gebaut. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Noch ist es eine Baustelle. In Tiflis finden die Proben mit dem Israel Philharmonic Orchestra statt. Katja Bunyatischwili musiziert seit vielen Jahren mit dem Orchester. In Georgien treten sie erstmals gemeinsam auf. Jeder Musiker der israelischen Philharmoniker spielt wie ein Solist. Sie haben alle diesen unglaublichen Esprit. Sie sind nicht nur auf ihren Job konzentriert. Wenn sie spielen, haben sie diesen unglaublichen Klang. Zubin Mehta hat diese friedliche Ausstrahlung. Er verbreitet Frieden und Liebe, bevor er zu dirigieren beginnt. Da ist dieser erste stille Moment. Er muss seine Hand nur minimal bewegen, schon sind alle voll konzentriert. Nicht nervös, nein. Sie sind ruhig. Sie spüren dieses Gefühl von Frieden und Liebe. Ich bin sicher, dass es ihnen genauso geht wie mir. Let's try. Lasst es uns versuchen. Vergesst den Rest. Schumanns Musik zeichnet sich durch diese plötzlichen, unvorbereiteten Stimmungsschwankungen aus. Das ist irgendwie verrückt. Wir denken meistens, dass Genies verrückt sind. Aber diese chaotischen Veränderungen ohne Übergänge haben trotzdem eine Logik. Und die ist nicht nur rational, sondern hat auch eine emotionale und poetische Schönheit. Ich kann ein paar Beispiele geben. Diese Trendwechsel gibt es immer wieder, wie am Anfang, wenn das Orchester mit diesem Ton einsetzt. Dann das Orchester. Das gerade war ich. Jetzt das Orchester. Plötzlich nur das poetische Thema der Liebe, sehr romantisch, aber auch tiefgründig.
warte. Du beginnst mit dem zweiten Thema ein wenig früh. Kann ich ein bisschen schneller spielen? Ist das möglich? Wenn das für die Musiker okay ist. Wo ist das? Beim zweiten Mal? Auch beim ersten Mal. Beginnen wir mit dem A-Tempo. Ich kenne Katja schon seit einigen Jahren. Schumann machen wir zum ersten Mal. Sie hat extrem flinke Finger. Sie kann machen, was immer sie will. Wir diskutieren bei den Proben viel miteinander. Sie ist sehr flexibel und ich bin auch flexibel. Die letzte Note ein bisschen länger. Machen wir das nochmal. Im ersten Satz variiert sie die Tempi. Aber sie versucht es überzeugend zu machen. Wenn man sich auf diese freie Interpretation einlässt, ist es überzeugend. Warte, du machst irgendwo ein Echo. Wir fangen nochmal an bei Nummer 1. For number one. Ja? Oh, okay, I said it. Okay, sorry. Es gibt da eine Stelle, wo es schwierig ist, das Orchester mitzunehmen. Am Klavier ist das einfach. Allein kann man diese Stimmungsänderungen übergangslos spielen. Zusammen mit dem Orchester ist das schwieriger. Es sind viele Leute, man muss es ihnen zeigen. Der Dirigent muss präzise sein. Wenn du endest, mach es klarer. Die Bassnoten. Ich muss diesen Ton mehr hören als den. Okay. The downbeat. Mhm. Ja, okay. Ja, pam, 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 da, da, da. Man muss Schumann mental sehr nahe sein. Er ist ein geistiger Mensch, ein Kopfmensch mit viel Poesie in seiner Musik. Er hatte eine unglaubliche Fantasie. Das ist jetzt sehr subjektiv, so stelle ich ihn mir vor. Seine Fantasie ist so reich, dass sein Kopf chaotisch und unordentlich erscheinen mag.
Aber das ist er nicht. Es steckt immer eine Logik dahinter. Das ist es, was einen dazu bringt, seine Musik zu spielen. Und so kann man sich ihm nähern. Wie können wir längere Töne spielen? Bei diesem Tempo wird es sehr kurz. Zubin, dirigierst du in Vierteln? Es ist sehr konfus. Nicht für mich. Das ist konfusing. You're not even playing. Du spielst dann nicht einmal. Komm. Bei Komponisten wie Schumann kann ich diese extremen Schwankungen und Charaktere zeigen. So kann ich die Extreme in der Musik ausleben und weniger im Leben. Denn im Leben ist es nicht sehr bequem, extrem zu sein. In der Musik kann ich mich selbst wiederfinden. Ich würde mich nicht kennen, wenn ich keine Musik machen würde. Für mich ist Musik etwas, wo ich meine Ruhe finden und extreme Gefühle ausleben kann. Der erste Satz ist eine Art lockere Sonatenform. Die Kadenz, die er schrieb, ist absolut perfekt für solch einen ersten Satz.
Wenn du auf den Berg kletterst und kletterst und kletterst, dann fällst du nicht runter. Du fängst an zu fliegen. Die Mutter hat Katja Bunjatischwili die ersten Fingerübungen auf dem Klavier beigebracht. Sie begleitet ihre Tochter auf vielen Tourneen. Als die Idee aufkam, in Georgien ein internationales Musikfestival zu gründen, war Katja Bunjatischwili sofort mit dabei. Auf dem Gelände der ehemaligen Weinkellerei in Zinandali wurde eine offene Konzertbühne errichtet. Hier soll nach der Eröffnung ein Zentrum für klassische Musik entstehen, wo alle zwei Jahre ein Festival mit renommierten und weltbekannten Künstlern und Orchestern stattfindet. Für die morgige Premiere gibt es vor und hinter der Bühne noch eine Menge zu tun. Im Konzertsaal in Tiflis gehen die Proben mit dem zweiten Satz weiter. Subin Mehta und Katja Bunjatischwili bleiben nur noch 24 Stunden bis zur Premiere. Sie spielt nicht im Stehen. Dieser Stuhl ist auch sehr süß. Alle Stühle, ich weiß nicht warum. Das ist zu viel. Gibst du den Einsatz? Nein, du beginnst. Weniger, weniger. Nein, wir brauchen nicht den großen Klang. Intim. Es ist eine sehr romantische Interpretation. Der zweite Satz ist wunderschön, auch im klassischen Stil. Es ist, als ob du dich auflösen würdest, nachdem du all diese körperlichen Anstrengungen hinter dir gelassen hast, all diese Dinge bewältigt hast. Darin liegt die Logik seiner Musik, seiner Gedanken. Wenn die Leute sagen, er war verrückt, denke ich, er war einfach ein Genie. Bravo.
Genießt sie so. Katja Bunjatischvili fördert junge musikalische Talente in ihrem Heimatland. Sie nutzt eine Probenpause, um Zubin Mehta eine junge Cellistin vorzustellen. Eine einmalige Chance für die Musikerin. Das ist sie. Du spielst Cello? Los geht's. Ich unterstütze junge Musiker, wenn ich an sie glaube. Wenn jemand kein so großes Talent hat, würde ich nicht einfach sagen, dass er weitermachen soll. Ich würde aber auch nicht sagen, hör auf damit, denn wenn jemand etwas liebt, soll er es tun. Es ist aber sehr schwer, ein Solist zu sein. Du musst so unglaublich viel arbeiten und proben. Und dann, wenn man auf der Bühne steht, hat man sehr viel Stress und Verantwortung. Wenn man kein wirkliches Talent dafür hat, wirft man sein Leben weg. Schumanns technische Schwierigkeiten sind andere als bei Liszt oder wenn man Stravinsky spielt oder bei einem dieser Helden der Virtuosität. Bei Liszt gibt es solche Stellen wie, ich weiß nicht, zum Beispiel. Ein Beispiel. Das ist wie eine einzige Bewegung. Es ist wie eine körperliche Leidenschaft, die dich mitreißt. Bei Schumann ist das anders. Es sind geistige Dinge, die deine Hände mitreißen. Das Finale ist ein gefährliches Stück Musik. Viele Pianisten sind schon auf die Nase gefallen, weil es einen gewissen Punkt gibt, an dem man, wenn man nicht konzentriert ist, wieder zurück zum Anfang geht. Den Auftakt hören. Ja, das war ein wenig unklar. Ich mache es nochmal. Ich mache es weicher und nehme mir ein bisschen mehr Zeit. Ich mache es nochmal. Das ist nicht klar. Das erste Mal mache ich. Das zweite Mal. Und dann gegensätzlich das zweite Mal. Ja, aber diese vier Noten, du machst so ein Rubato, dass ich hier den Rhythmus verliere. Okay. Ist es besser für dich, wenn ich es weicher mache? Du kannst ein wenig warten, aber dann. Thank you.
Es atmet einfach. Man muss den Pianisten atmen lassen. Und Katja atmet. Katja ist keine mechanische Pianistin, überhaupt nicht. Entschuldigung. Du lässt es ein wenig anschwellen. Das drosselt das Tempo und sie macht weiter. Lass uns da anfangen. 24, alle. Du bist schon zu spät. Hör auf sie. Ich sage es ihnen immer wieder. Bitte hört zu. Ihr könnt nicht überall im Metrum spielen. Auch wenn der Satz ein starkes Metrum hat, gibt es Abstufungen, Schattierungen des Tempos. Also muss man mit ihr atmen. Ein kleines Ritardando. Das ist etwas komisch. Wenn ich darf, würde ich etwas... Ja, okay. Ist das in Ordnung? Wir versuchen es. Es klingt dann schöner. Lasst es uns nochmal machen. Warte bitte, du spielst Legato, es sollte aber Staccato sein. It should be staccato. Yeah. Okay. Das ist das Thema. Ja, richtig. Von hier. Kann ich hier Pedal nehmen oder ist es zu viel? Das ist gut. Ja.
Brava, brava. Wonderful. Wonderful. Es ist nicht wichtig, was morgen sein wird. Ich bin im Moment einfach nur überglücklich mit allem. Ich habe die Probe wirklich unglaublich genossen. Die Veranstalter des Musikfestivals haben zu einem Dinner hoch über Tiflis eingeladen. Bis zum Konzert sind es nur noch wenige Stunden. Die Bauarbeiten am Amphitheater in Zinandali sind über Nacht abgeschlossen worden. Die letzten Spuren werden noch beseitigt. Ich will mir die Bühne anschauen. Eine kurze Anspielprobe direkt vor dem Konzert. Die späte Nachmittagssonne ist ein Problem für die Musiker. Wir können nicht in der Sonne spielen. Die Probe ist jetzt. Die Sonne. Wo ist das Gafferband? Ich hab doch gesagt, klebe es fest. Die Sonne kommt tiefer. Ich kenne diesen Ort nicht. Wir haben eine einstündige Akustikprobe, die ich mehr dem Klavierkonzert widme, denn Katja spielt auf einem anderen Klavier. Sie muss sich daran gewöhnen. Kannst du die Klaviatur bitte sauber machen? Ich schwitze an den Händen. Ja, klar. Mit Wasser und einem trockenen Tuch. Das Eröffnungskonzert auf dem grünen Hügel in Zinandali lockt Zuschauer aus ganz Georgien an. Zahlreiche Gäste kommen aus dem Ausland. 1000 Plätze fasst das Amphitheater. An diesem Tag hätten die Veranstalter ein Vielfaches davon füllen können. Hey Leute, wünscht mir Glück. Ich bin sehr neugierig. Alles wird sich am späten Nachmittag des Konzerts zeigen. Ich bin mir sicher, dass alles gut gehen wird, denn alle wollen, dass es gut geht. Wenn es etwas gibt, das nicht okay ist, ist es auch okay.